Ja, und damit einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben, auf meinem Kanal Peter Rockabilly 1950. Ich muss von meiner gestrigen Reparatur noch eine kleine Aussage umkorrigieren. Ich habe doch nicht, wie ich es in dem Video erzählt habe, vergessen, den Benzinern aufzumachen, dass sie dann deswegen ausgegangen ist. Die hat Nebenluft gezogen. Und zwar lag das daran, weil beim Festschrauben vom Ansaugstutzen hat sich die Dichtung ein bisschen verschoben und somit durfte ich heute nochmal alles neu machen. Aber sollte eure Simson mal Nebenluft ziehen, dann nehmt einfach mal einen Bremsenreiniger und dann oben drauf auf den Ansaugstutzen sprühen oder auf der An Also auf diese Ansaugmuffe, auf diesen Luftschlauch, der vom Luftfilter zum Vergaser geht. Oder auch mal gucken, ob allgemein dann irgendwo was sein könnte. Nur mal so als kleinen Tipp von mir. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Ich habe das nochmal zerlegt und nochmal alles richtig justiert und festgezogen und festgeschraubt. Und jetzt läuft die wieder im ruhigen Drehzahlbereich und ich bin heilfroh, dass nichts weiter Schlimmes ist. Ja, des Weiteren kommt jetzt demnächst trotzdem noch eine neue Ansaugmuffe, also der Schlauch quasi vom Luftfilter zum Vergaser, weil der ist nämlich an einer Stelle schon rissig, damit das erst nicht noch schlimmer wird und der Motor dann wieder Nebenluft zieht und dann ich dann Leistungsverlust habe, wird das natürlich gleich gemacht. Des Weiteren bekomme ich noch zwei Birnen für hinten. Ein Kupplungsbautenzug und zwei Birnen kriege ich noch dann hier bei uns von der Firma Osram, die ich mir dann hier hole. Ja, was habe ich denn eigentlich vor mit den beiden Birnen für vorne und beiden Birnen für hinten und den Kupplungsbautenzug und den Gasbautenzug, den ich noch neu verpackt liegen habe? Ganz einfach. Ich wollte ja mal wieder auf ein Oldtimer-Treffen fahren. Gegebenenfalls auch dort übernachten. Deswegen freue ich mich ja schon, wenn meine Anhängerkupplung kommt. Und ich möchte einfach, wenn ich dort bin, einfach auf Nummer sicher gehen, dass ich einfach Birnen da habe für vorne und für hinten, dass ich einfach Kupplung, Gasbautenzug dabei habe, dass notfalls auch noch mal eine Zündkerze oder so, keine Ahnung, kann ich auch noch einpacken, dass einfach etwas da ist, falls was auf der Heimreise passieren sollte. Und naja, Werkzeug, gut, da wisst ihr ja, ich bin nicht so bombe ausgestattet, aber da gibt es ja auch schon da gibt es ja auch dann schon den einen oder anderen, wo man dann für kleines Geld in der Kaffeekasse kurz mal was kriegen kann. Das ist ja kein Hexenwerk. So, ich werde jetzt hier ein bisschen bei uns im Garten sitzen. Ich habe hier meinen Kaffee, ich werde jetzt hier so ein bisschen die Ruhe genießen und euch wünsche ich noch einen schönen Abend und jetzt abschalten.